Und damit begrüße ich euch, liebe Leute, zu einer neuen Folge PlayerUnknown's Battlegrounds. Wir sind über der Hacienda und in dieser Folge habe ich etwas zu erzählen. Und zwar einiges. Ich nehme das Ganze hier am 23. Dezember auf. Ja, ein Tag vor Weihnachten, morgen ist es soweit. Ich freue mich mega drauf. Vor allem auch mal ein bisschen zu chillen. Und wobei, ich habe gestern viel gechillt im Phantasialand. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal auf Instagram die wunderschönen Bilder gucken. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Und ich weiß nicht, ob man es auf YouTube merkt, aber ich habe mir einen 144-Hertz-Monitor gekauft. Nicht gesponsert bekommen, gekauft, ja. Von den Jungs von MSI, weil die wollte ich jetzt auch einfach mal finanziell unterstützen, weil die haben mir auch damals ja den Rechner hier zusammengebaut und habe ich gesagt, komm, nimmst du mal 400 Tacken an von den YouTube-Money und holst einen neuen Monitor. Und mir wurde oft in den Kommentaren geschrieben, ich soll mir unbedingt mal einen 144-Hertz-Monitor bestellen. Das habe ich dann jetzt getan. Und ich muss sagen, holy fucking moly. Willkommen in der Revolution, Leute. Es ist wirklich krass. Also was das für einen Unterschied macht, ja. Tschüss, Steps. Was das für Unterschiede macht. Also ich habe gerade V-Sync an, ja. Mit V-Sync nehme ich gerade mit 144 FPS auf. Fucking 140, jetzt sind es 130. Also muss ich einfach mal vorstellen. Natürlich kann man mehr erreichen, aber das Spiel ist jetzt so nicht ausgelegt, dass es mehr FPS erzeugt irgendwie. Und ich spiele auf Ultra, ich könnte auch alles reduzieren. Aber das wäre langweilig. So, und wir gucken mal, ob hier jemand ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass hier jemand ist. Wir werden es gleich erfahren. So, ich loote einfach mit mal den Wolf. Sitzt hier gleich wieder irgendwo eine Ratte, ich kenne das schon. Und schieß mir in die Birne, Alter. Das ist... Hier auf dem Scheißhaus? Nein. Oh, wie flüssig das läuft, Leute. Das ist so unfassbar geil. Also, ich habe ja mal mit 60 Hertz gespielt und jetzt... Das macht schon einen gewaltigen Unterschied. Wirklich. Und es ist keine Schlieren, nichts. Das Bild ist gestochen scharf. Es ist super flüssig. Es ist, nichts am Ruckeln. Nichts am kein Tearing, gar nichts. Muss man natürlich nur gucken, ob sich das spielerisch irgendwie auswirkt. Ob man irgendwie vielleicht besser wird. Aber man hat, ich bin ehrlich, schon einen kleinen Vorteil gegenüber anderen Spielern. Habe ich die UMP dann liegen lassen jetzt? Weil, das Schnellwechselmagazin brauche ich sowieso nicht. Weil, wenn du mal so einen Monitor hast, dann wirst du schon verstehen, was ich meine. Ich kann es nicht erklären, aber... Du hast ja einen schnelleren Bildfluss, als wenn du 60 Hertz hast. Weißt du? Aber du musst natürlich auch was daraus machen können. Und die Frage ist, ob wir das können. Alter, ich bin gerade echt erstaunt. Wir haben die Hacienda ganz für uns alleine. Ich habe nämlich niemanden. Eine Pfanne haben wir auch noch. Und ein Visier haben wir auch noch. Ja, und der Seifis hat mir zum Beispiel empfohlen, dass ich mir einen holen soll. Ja. Und er hat recht gehabt. Er hat ja auch dann irgendwie direkt eine Runde, er hat sich jetzt auch eingeholt und hat direkt eine Runde gewonnen. Mit irgendwie 10 Kills auf dem Squad-Server hat er einen Schicken, den er geholt, der Typ. Der ist sowieso ein kranker Penner, Alter, ohne Witz. Aber positiv. Ich habe den ja mal gesagt, er soll auch mal Videos hochladen. Ich glaube, der hätte recht relativ viele Zuschauer. Oder Stream. Weil der sehr gut spielen kann. Aber er muss natürlich, ich bin da ganz ehrlich, nur spielen auf YouTube reicht leider nicht. Also da wäre er vielleicht für Twitch besser. Weil er auf YouTube muss ja auch ein bisschen unterhalten können, ein bisschen was erzählen können. Und ihr wisst ja, ich, altes Plappermaul, kann das ein bisschen. Ja. Aber dafür kann ich nicht spielen. So. Mag die Waffe inzwischen. Ey, wer PUBG schon länger bei mir verfolgt, der weiß, ich habe die so früher gehasst, diese Waffe, ne? Ich habe die richtig abartig. Ich wollte die in den Tod schicken, diese Waffe. Und jetzt bin ich mit der M16 so. Ich bin wirklich echt verliebt in diese Scheißwaffe. Weil die sehr guten Damage anrichtet und nicht so einen krassen Rückstoß hat. Und habt ihr die Folge mit der Ansage gesehen, Leute? Habt ihr sie gesehen? War die nicht geil? Die letzte Folge war mit Smoker. Da könnt ihr mal auf den Channel gucken. Wieso habe ich das? Lol. Mit dem Smoker, auf meinem
YouTube-Kanal, jetzt wird zu laut. Jetzt wird dir richtig geknallt, Alter. Pang, 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 pang. Also, bei 275 da hinten, wo ich gerade hinten aim, da waren gerade Schüsse. Wollen wir mal Hallo sagen, wa? Laufe ich aber aus der Zone raus, das ist eigentlich dumm. Nee, machen wir nicht Hallo sagen. Eins wollte ich noch sagen, also es kann natürlich sein, dass es bei der Aufnahme noch zu ein paar kleinen Problematiken kommt, dass manchmal vielleicht das Bild ruckelt und so. Das liegt nicht an meinem Monitor, es liegt auch nicht an meiner Grafikkarte, es liegt ausnahmsweise vielleicht auch nicht mal an PUBG, sondern es liegt einfach an OBS, dem Aufnahmeprogramm, weil ich habe früher mal alles mit der Elgato aufgenommen, da lief alles immer butterweich und bei OBS ist es auch so, aber manchmal hat OBS auch so seine Tücken, ja. Okay, ich gehe jetzt hin. Manchmal hat OBS auch seine Tücken und dann muss man einfach gucken, dass alles funktioniert, man muss das richtig einstellen, aber ich glaube, gerade sehe ich, dass es alles sehr gut aussieht. Und wie gesagt, wenn es noch nicht optimal ist, bitte verzeiht es mir, bitte verzeiht es OBS. Weil bei OBS habe ich eingestellt maximal 120 FPS und hier sind es 140. Das ist tatsächlich da oben. Hätte schon Bock, jetzt ein paar Leute Platz machen. Oh, die Lags auf diesen Servern sind immer so ein bisschen krass. Aber das sollte kein Thema sein. Komm, einen will ich jetzt holen. Frage ist nur wo. Der wurde gerade auch geballert? Okay. Irgendwo hier muss der Harry sein. Das ist der Airdrop, lol. Wir haben eine Stufe 3 Weste und eine Stufe 3 Rucksack. Oh, das war close. Da. Alter, der Lack. Doch nicht. Oh, der will. Ich werde vom Sniper beschossen, aber egal. Eine Sniper habe ich keine Chance. Aber den haben wir ja geholt. Wie versprochen! Wo auch immer der ist, der muss irgendwo da rechts sein. Ich meine, der ist rechts. Aber wir hauen einfach ab. Ein Sniper hast keine Chance. Okay, Schüsse auch da unten, wo wir jetzt gerade hinlaufen. Nice. Ich mach mal wieder so eine Runde, wo ich zu allen Schüssen laufe, okay? Das macht immer Spaß. Ich suche jetzt die Action. Haben wir letztes auch gemacht und haben wir da Chicken Dinner geholt. Ich weiß nicht, ob ich links gerade einen gesehen habe. Komm, versuchen wir nochmal mit Ansage, aber ich will es auch nicht provozieren. Wir haben immer noch den pikacken Sniper hinter uns. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich frage, von wo die Schüsse kamen. Von da oder von hier vorne?
Alter! Man muss auch mal ruhig bleiben. Ich baller manchmal da rein. What, what? Wo bist du? Finde ich seine scheiß Kiste nicht, Alter. Wo? Hä? Ich meine, den Loot von denen. So. Der ist hier oben. Ist da oben drauf? Aber wo? Bam, Baby! Ja, den Loot kannst du vergessen. Auf wen hat der geschossen? Ich will jetzt die Kiste haben, ich sehe sie gerade nicht. Alter, der kommt halt, du Blinder! Da! Ja, gut, warte mal, das ist gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen Munition noch? Nice. So, Nummer 3. Läuft. Moped brauche ich nicht. Sorry, wenn ich nicht mal sofort treffe. Was? Ah, ein erweitertes Schnellwechselmagazin wäre gut. So, ich geh mal in die Zone. Läuft! Die okay, die wird hier hochgehen. Schüsse da hinten. Sterben echt viele am Spielbereich, ne? Ist ja auch krass, die haben die Zone ja nochmal geändert. Die war ja größer in der Testphase. Deutlich. Größer. Aha. Mhm. Zack. Was ist hier los? Oh. Oh, schön. Oh, ja, komm. Nice. Ach, geile Folge bis jetzt. So. Dieses Fronten-Gameplay macht irgendwie Laune. Also wenn ich jetzt auch drauf gehe, war bis jetzt eine geile Runde. Müsst ihr aufpassen, wir hatten ja gerade irgendwo einen Hans-Peter vor uns. Und nicht, dass der sich irgendwo... Nicht, dass der sich irgendwo hier versteckt oder so. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ein Richter von mir ganz auf Rübe, war ich.
Hallo? Immer drin? Nö. Ich bleib mal hier drin. Kurz einmal verschnaufen, bisschen umgucken. Ach komm, wir gehen wieder zu den Schüssen. Habe ich Bock drauf gerade. Ich hab richtig Bock, Alter. Richtig Bock. Hallo? Die Schüsse kamen von hier, oder? Aber vor uns waren auch welche, auf jeden Fall safe. Aber hier sind... Links sind bestimmt welche. Okay, die Zone wird jetzt klein, hä? Das macht die Runde richtig feine. Ich habe die Folge mit der Ansage mal am Schluss verlinkt. Also wer Bock hat, kann die sich gerne mal reinziehen. Jo, ist geil. So. Noch, Alter. So viel sind wir gar nicht mehr. Nicht mal eine ganze Schulklasse. Wobei, wie viel sind heutzutage in der Schulklasse? Die Eier fährt durch. Respekt, Junge. Okay, nice. Oh. Siebzehn noch. Er ist runtergefallen. Okay, das ist da vorne. Wieder irgendwo ein Fachzeug. Problem ist, wir laufen jetzt voll über... Also offen ist das hier gar nicht. Eigentlich ist das sogar geil hier. Vielleicht kommt wieder irgendeine Ratte von der Seite oder so. Pass auf. Kennert. Ich halte mal, bis die Zone gleich kommt. Ich habe gerade jetzt selbst gehört. Der Paranoid. Paranoid! Bitte. Okay, hier steht eine Karre. Hat eine Überraschung. Komm, 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 komm. Das war Lebensmittel, was ich hier gerade mache, aber... Okay, nice. Scheint keiner drin zu sein. Oh, da hinten kommt einer. Der ist zu weit weg, oder? Wollen wir probieren? Naja, lass es kommen, hat keinen Sinn. Munitionsverschwendung. So. Jetzt warte mal ein bisschen. Hallo. Okay, nächste Zone kommt. Ah, ja. Der wurde gerade abgeknallt. Der wurde da hinten gerade abgeknallt.
Oder hat er sich hingelegt? Ne, ich meine, er wurde abgeknallt. 14 noch? Ich will nur eben die Zone abwarten, ja? So, wo will er hin? Okay, nice. Ist gar nicht mal so weit weg. Ich habe die Vermutung, dass aber hier noch einer irgendwo einer ist. Weil da ja die Karre davor steht. Das steht ja nie umsonst da, das Auto. Ich guck mal, ob jemand vielleicht sich gleich das Auto holt. Warte mal. Wie weit ist es denn? Ist schon ein Stück, ne? Das eine gute Idee ist. Wir werden es gleich rausfinden. Ja, moin, Alter. Nice. Was hat der denn gemacht? Der rennt da mal eine Karre rein. Hä? Wow. Easy life, yo. Oh, geile Runde, Leute. Was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Ja, ein Dreierhelm, ne? LOL. Ah, der ist ja nicht so kaputt. Okay, danke, Mann. Mein Boosten, Boosten, 12 Energy Drinks, das tut richtig gut. Mm, ja, das geht runter. Das ist die Abrechnung dieser Folge, Leute. Die Abrechnung mit den Hatern, Alter. Oh, hallo. Was machst du da? Was macht der Auto da? Wo ist der Typ von der Karre? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Kommt da jetzt gleich jemand hier? Na gut. Ist nur der Typ ist oben vor dem Auto. Der macht, das ist der macht mir gerade Sorge. Der muss irgendwo hier sein oder so. Okay, das ist hinterm Berg. Da. Haben wir getroffen. Aber ich geh mal los wegen der Zone. Wo haben wir denn jetzt? Oh. Ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo. Von oben und von der Seite. Fuck you. Der sitzt ja hinterm Stein, die Sau. Wo ist der andere? Ich hab nicht so viel Zeit wie in der Zone. Wo ist der Karschütze? Da.
Fuck, Junge, wir beide müssen jetzt laufen. Komm. Du oder ich. Kleine Ratte. Scheiße. Das schaffe ich nicht. Ich muss genau in seine Arme. Fuck. Alter. Geil, ich bin in der Zone. Okay. Zwei noch. Was geht hier ab, Leute? Shit, Alter. Was? Patz, Leute! Chicken Dinner, 8 Leute geholt, Baby, Baby, was war da los? Was war da los? Alter! Bots! Wie geil, da hat man Screenshot an. Oh mein Gott, nice. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, Alter. Was eine geile Folge, Leute. Ich freue mich auf die nächste Episode mit euch. Ich hab euch lieb. Ciao.